Ihr Lieben, ich begrüße euch in Folge 126 unseres Beoninger Let's Plays mit unserem Charakter Bjarnwald Honigfreund im Spiel Herr der Ringe Online, das bekanntlich in Mittelerde spielt. Und ich habe mich hier mal mit meinem Pferd vor diesen Statuen platziert, mit diesem riesengroßen Gesicht im Hintergrund, was auch immer das ist, das verrate ich gleich, denn ich bin in einem neuen Gebiet, genauso wie ich das versprochen habe. Wir haben uns lange genug abgemüht in anderen Low-Level-Gebieten. Das letzte Mal in Folge 124 und 125 war es noch ein bisschen spannend. Da sind wir in eine Instanz gerannt und auch gestorben. Also da haben wir dann unsere Lektion gelernt. Ihr wisst ja, lernen durch Schmerzen. Ja, trotzdem muss ich sagen, dass das eine ganz schöne Leistung ist dann für eine Klasse, die naja, neu ins Spiel kommt, sich dann so zu behaupten, in einem 3-Personen-Content eben da alleine durchzuhuschen, ne? Das ist schon ganz schön cool, ne? Was nicht heißt, dass ich jetzt da der besonders gute Spieler bin. Ja, wer sich meine Folgen anguckt, der weiß das. Ich bin jetzt nicht der Oberpro. Ich finde einfach, dass die Klasse an sich wahnsinnig viel Potenzial hat und deswegen eben auch sehr viel Spaß macht. Vor allem für Leute, die jetzt nachträglich ins Spiel kommen und mal noch eine Klasse ausprobieren wollen, unbedingt mal den Beoninger spielen. Der kann sich eben auch sehr gut alleine behaupten. Tolle Sache. Wir sind ganz genau am Ende von Moria. Denn ich bin hier hingelaufen, wie ich ja gesagt habe. Und am Ende von Moria ist der Anfang von Lorien. Und das hier, was ihr hier seht, das ist das Tor, das aus Moria rausführt. Da können wir jetzt auch mal ganz kurz nochmal hinreiten. Da sind hier solche Zwergenstatuen noch davor und so ein riesengroßer, naja, so ein riesengroßes Zwergenrelief. Hier ein Gesicht mit einem riesengroßen Mund. Da sieht man auch nochmal zwei Zwerge, die solche Steine tragen. Das ist also ganz toll gemacht, wie vieles hier in Herr der Ringe Online, was sich halt sehr stark am Buch orientiert oder an den Büchern, was ich immer wieder toll finde. Und wir reiten jetzt hier einfach mal runter und dann gucken wir mal, was sich hier so ergibt. Das richtige Lorien ist ja dann später auch nochmal so ein bisschen herbstlich, was ja jetzt im Moment auch zur Jahreszeit passt. Freue ich mich total drauf. Das ist dann so ein bisschen weiter unten. Wir machen jetzt hier erstmal so ein paar Hauptaufgaben und werden so mal ein bisschen reinfinden, um was es denn hier letzten Endes geht. Und ihr werdet direkt feststellen, dass sowohl die EP-Zahlen, die man hier bekommt, also die Erfahrungspunkte, die man für das Abschließen von Aufgaben kriegt und die Erfahrungspunkte, die man für das Töten von Monstern bekommt, viel höher sind als noch in Eregion. Und wir werden hier sehr schnell leveln. Jetzt habe ich eine Sache vergessen, nämlich ich habe das Interface noch nicht eingeblendet. Das mache ich jetzt mal gerade, sonst können wir ja nicht spielen. Also ich kann schon spielen, aber es sieht ein bisschen blöd aus. Ja, und unser Pferd Vanille packen wir jetzt ganz kurz mal weg. Ich habe das mal ausgepackt, weil das so schön zu meiner Ausrüstung passt, die ich jetzt anhabe. Und es ist ja jetzt demnächst auch mal wieder ein bisschen winterlich. Nö, im Moment noch nicht. Haben wir noch tolle Temperaturen, aber bald ist es soweit. Und bald werden wir auch, oder ich dann in dem Fall, ein Jubiläum haben. Denn dieses Zwergengesicht war gerade vor mir. Egal, werden wir nämlich ein Jubiläum haben. Nämlich am 6.11. habe ich die erste Folge Beoninger Let's Play hochgeladen. Und das ist ja schon in 2 Wochen. Da freue ich mich total drauf. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendein Special mache. Vielleicht ein Livestream. Das wäre mal ganz cool. Dodaka, mit dem spiele ich ja auch öfter. Und den kenne ich ja auch ganz gut. Ist auf dem gleichen Server. Vielleicht ergibt sich ja da was. Der ist ja bei Hitbox. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall überlege ich mir was. Wie wir das genau machen, ist ja schon cool, ne? 126 Folgen in 12 Monaten und wir sind ja immer noch nicht fertig. So, und damit wir dann bis dahin auch ein bisschen größer werden, gucke ich mir jetzt hier mal die Aufgaben an. Hier bei Haflit, der hier am Feuer steht und sein Fleisch röstet und seine Suppe umrührt, der möchte gerne Saboteure am Stein vernichtet haben. Ich lese das kurz mal durch. Durinstein ist für die Zwerge eine Kostbarkeit. Er befindet sich dem Spiegelsee zugewandt an der Stelle, an der Durin die Entscheidung fällte, Khazad-dûm zu bauen. Der Stein erinnert alle Zwerge auf ewig an das, was rechtmäßig uns gehörte. Ich fürchte um die Sicherheit von Durinstein. Die Orks, die aus Moria gekommen sind, haben ein Lager bei ihm aufgeschlagen und jeden Tag kann ich beobachten, wie einige von ihnen daran arbeiten, ihn zu Staub werden zu lassen.
Das darf nicht sein. Begebt euch nach Uruk-Kaschan, südöstlich von hier, und vernichtet die Ork-Saboteure in der Nähe des Lagers. Es sind sie, die das Wissen besitzen, wie sich der Stein zu Staub zermahlen lässt. Sie sind die größte Bedrohung dieses Monuments. Ja, das machen wir natürlich gerne. Das ist für Stufe 59 gedacht. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke mal, dass wir das hier ganz gut hinkriegen. Am Anfang werde ich jetzt hier auch die Aufgaben noch mal ein bisschen vorlesen, damit wir auch ein bisschen in die Stimmung reinkommen, ne, was hier so zu tun ist. Also es sind wohl Orks aus Moria hier im Gebiet unterwegs, die die Ruinen zerstören, und das darf nicht passieren. Was hat denn Raskwit? Der hat zwei Aufgaben. Orks treiben sich durch dieses Tal wie die Bienen in einem Stock. Den Vormarsch aufhalten. Ja, das glaubst du, aber ich habe auch lange genug drauf gewartet. Seit wir Moria verlassen haben, sind die Bilvis und Orks unaufhörlich dabei, sich im Schattenbachtal breit zu machen. Es ist immer schwieriger geworden, unseren Posten hier zu halten. Die Orks haben drei Hauptlager eingerichtet, die sich alle südöstlich von hier befinden: Uruk-Kaschan, Trugarmat und At-Mat-Mul. Habe ich das richtig vorgelesen? At-Mat-Hul? Ja. Es ist mir egal, aus welchem Lager die Orks stammen, solange ihr nur dafür sorgt, dass es weniger werden. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr ihre Reihen ausreichend gelichtet habt. Was gibt's denn da für Belohnungen? Oh, ist doch ganz schick. Gut, Kraft, naja, sag ich jetzt mal nichts zu, ne? So, zweite Aufgabe. Geh in Westengraben. Ja, kann ich nicht brauchen. Orks sind durchtriebener, als die meisten glauben. Die Reise von Neregion durch den Untergrund Khazad-Dûms bis hierher in das Tal kann Tage dauern, auch wenn man sich auskennt. Viel schneller geht es durch den Rothornpass, besonders wenn man große, schwere Lasten mit sich führt. Mozok oder Mazok hat eine Gruppe Orks zum fallenden Eis nordwestlich von hier geschickt. Sie versuchen, sich durch die Wut des Karadras zu graben. Sie dürfen keinen zweiten Weg durch den Berg bahnen. Begebt euch dort hinauf und haltet sie auf. Okay, das ist dann die andere Richtung. Dann haben wir hier drüben noch eine Aufgabe bei Dakfari. Bleibt stehen und hört euch meine traurige Geschichte an. Na, ich stehe doch schon. Soll ich dich emotional abholen, oder wie? Mensch, Brennholz für das Feuer. Die Orks haben im Schattenbachtal Bäume gefällt, aber sie scheinen das Holz nicht nur für Lagerfeuer zu benötigen. Das kann auch gar nicht sein, denn dazu waren es viel zu viele Bäume. Ich fürchte, dass sie etwas weitaus Hinterhältigeres vorhaben. Zwar wird solch Gerät in den Tiefen Khazad-Dûms nicht benötigt, aber Orks sind trotzdem in der Lage, große Kriegsmaschinen zu bauen. Waffen, mit denen man Dörfer und Städte belagern kann. Ich fürchte, all diese Bäume sind genau dafür gedacht. Begebt euch nach Drugamat, südöstlich von hier, und setzt die Holzstapel in Brand, die ihr dorthin finden werdet. Das wird sie hoffentlich lange genug aufhalten, damit wir einen Plan entwickeln können, mit dem wir ihren Zerstörung ein für allemal ein Ende setzen werden. Na, Holz hoffen wir brennen. Gut, gibt's Erfahrung und Ruf. Hier gibt's also auch eine Rufaktion. Sehr schön. So, dann ist hier noch eine Aufgabe bei Alrekur. Hört euch alles an, was ich zu sagen habe. Ja, sicher. Ich lese es sogar vor, übers Lachen. Orks in Drugarmat vernichten. Das passt ja alles schön zusammen. Und den Speer können wir auch tragen. Ist ja cool. Sehen wir dann. Diese ganzen Orks im Tal machen mir Sorgen. Ich würde mich besser fühlen, wenn sie alle noch in Khazad-Dûm wären. Hier draußen können sie zu großen Schaden anrichten. Sie haben unlängst unzählig neue Tunnel gegraben, mit deren Hilfe sie fast überall und zu fast jedem Zeitpunkt zuschlagen können. Wenn dieser Ort hier unter unserer Kontrolle ist, können wir ihre Möglichkeit dazu einschränken. Im Südosten habe ich den Palisadenzaun eines großen Lagers gesehen. Ich habe keine Ahnung, was dort vor sich geht, aber man kann fast ständig Rauch über dem Lager sehen. Es dürfte klar sein, dass sie nur auf etwas aus sein können, was uns viel Ärger und Verdruss bringen wird, falls wir zulassen, dass sie so handeln, wie sie möchten. Geht nach Südosten, nach Drugarmat. Schon wieder. Und erkundet das Lager. Sorgt auch dafür, dass ein paar Orks ein vorzeitiges Ende finden. Ein zweiter Schlag wird dann später umso reibungsloser ablaufen. Also ist irgendwie alles so im gleichen Gebiet? Otam oder Ötam? Okay. Vernichtet Waage bei Amad-Dûl. Das ist woanders wohl.
Das Schweigen der Waage. Die Orks aus Khazad Dûm haben in den Wagen hier im Lager, mächtige Verbündete gefunden. Für uns hier ist das sehr schlecht, denn im Kampf kommen wir gegen Waagreiter nicht an. Sie sind zu schnell und zu stark. Wenn wir gegen diese neue Bedrohung vorgehen wollen, müssen wir unseren ersten Schlag gegen die Waage richten. Begebt euch nach Südosten, nach Amadul und lichtet dort die Reihen der Waage. Sobald das erledigt ist, können wir anfangen, uns Gedanken über die Reiter zu machen. Seid vorsichtig, Bernwald, denn diese Bestien sind stark, selbst wenn sie auf sich gestellt sind. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Ja, sehr schön. Oh, das ist ja was, ein Rüstungsteil mit einem zweiten Rüstungsteil, also ein Kombi-Rüstungsteil. Ein Set-Rüstungsteil. Sehr gut. So, und da ist noch eine Aufgabe da oben. Da schaue ich gerade mal. So, hier bei einem... Oh, das ist kein Zwerg, das ist ein Elb. Meret Randia. Seid gegrüßt. Zuflucht. Wenn ihr einen Augenblick Zeit hättet, könnte ich eure Unterstützung gut gebrauchen. Mann, deine Sätze sind zu lang. Zuflucht auf Talan Haldir. Sprecht mit Haldir an dessen Talan. Warum? Ihr seid also durch die finsteren Hallen Morias ins sonnige Nandurion gekommen. Ja, eigentlich habe ich mich porten lassen, aber das weiß niemand. Megowannen, Bjarnwald. Die Baumkronen Lorien sind nicht weit und wenn ihr das Vertrauen meines Volkes gewinnt, soll euch Schutz auch jenseits des Nimrodel gewährt werden. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ich habe bereits von euren Unterfangen erfahren und werde euch bei eurer Flucht aus der Finsternis jede nur erdenkbare Hilfe zukommen lassen. Doch ich warne euch, gebt Acht! Die Finsternis hat viel Böses geboren und dieses Tal ist nicht sicher. Auf dem Nimrodel gibt es einen Talan, das Haldir gehört, der wiederum über die Baumkronen von Laurelidorenan wacht. Haldir wird euch Schutz gewähren, doch der Weg dorthin ist versteckt. Sucht ihn jenseits von Echad Andestel und nässt eure Füße bei der kaputten Brücke im Nimrodel. Südlich dieser Brücke steht ein riesiger Malornbaum am Ufer, auf dessen Ästen findet ihr Haldir. Er wird euch vertrauen, sobald er erfährt, dass ihr von mir gekommen seid. Dafür gibt es einen Silberzweig aus Lorien. Oder Lorien. Genau. Das ist hier die Währung. Davon habe ich auch noch ein paar in der Bank, glaube ich, von einem anderen Charakter. Wie auch immer. So, jetzt haben wir nämlich die Aufgaben hier angenommen. Wo ist denn mein Winterpferd? Das ist das hier. Das packen wir jetzt mal hier hin. Und dann gehen wir die Sache mal an. Dazu gucken wir auf die Karte. Wo sind wir denn eigentlich? Aha, hier ist Moria, da komme ich gerade raus. Offiziell, inoffiziell habe ich mich natürlich porten lassen. Hier wäre eine Aufgabe dann zu lösen. Hier wäre eine Aufgabe zu lösen. Oder mehrere. Lass mich mal gerade gucken, wo das blinkt. 1, 2, 3, ganz unten. Okay, gut. Dann fangen wir da mal an. Dahin. Genau, da ist der Weg. Damit wir auch im Level mal noch ein bisschen steigen. Und da kommt ja dann eins zum anderen. Also wenn wir dann im Level nochmal steigen, habe ich mir sagen lassen, dass man auch nochmal Schicksalspunkte bekommt. Und wenn man Schicksalspunkte bekommt, dann kann man die Schicksalspunkte dann nochmal ausgeben für den blauen Balken. Damit ich schneller leveln kann. So, das sind jetzt mal 2. Egal. Sag ich jetzt mal. Vielleicht hilft's ja. So, dann kriegt er mal den Buff drauf. Und wenn mein Zorn dann oben ist, dann Überraschung. Bumm. Buff. Habe ich ja nun lang genug geübt das letzte Mal. Wow, die fallen aber um hier. Ja, auch kein Zorn mehr. Toll. Heilung drauf. Muss natürlich am Anfang mal ein bisschen vorsichtig sein, weil die unterschiedlichen Schaden machen. Also von der Art her natürlich und auch vom Level her. Da kann auch mal einer dabei sein, der richtig böse kritisch reinhaut. Und deshalb immer schön sachte rangehen, die Heilung immer aktiv halten. Dann kann eigentlich nichts großartig passieren. So, hier sind nochmal 2. Und das ist so ein Bogenschütze. Oh, sagte ich 2? Ich meinte natürlich 3. Oder auch nicht. Der ist schon wieder abgehauen. Was ist denn hier los? So, apropos Heilung.
Bienen drauf. Auch da möchte ich nochmal deutlich sagen, Bienen sind kein Ungeziefer. Verzeiht mir, wenn ich das in der letzten Folge da so falsch gesagt habe. Natürlich sind Bienen sehr nützlich. Und ich mag Bienen auch. 2206, alles klar. Gut. So, dann benutzen wir mal den restlichen Zorn hier zum Heilen und gehen mal weiter hoch. Wo kam der denn eben her? Das ist ja lustig, ich habe doch alle umgehauen da unten. Und auch nicht, da ist so ein Speer. Aber da ich eh einen Kill-Auftrag habe für die, mache ich das dann hier auch fertig. Bam. Und ich hoffe und freue mich, wenn jetzt hier in dem Gebiet dann auch demnächst mal eine levelbare Einhandwaffe für die Nebenhand droppt. Das wäre immer echt cool. Weil immer mit der Zweihand-Axt will ich natürlich auch nicht kämpfen. Wollen ja alles mal ausprobieren. Und dann würde ich auch nochmal auf die Schadenskillung wechseln irgendwann. Da habe ich ja extra Punkte für ausgegeben, dass wir wirklich alle drei Skillungen auch immer haben. So, sieh, Junge. Jetzt habe ich hier meinen Zorn an dir aufgebaut. Und jetzt gehe ich da hinten zu dem Fuzzi. Und lass den Zorn an dem aus. Bup. Bup. Nochmal. 2206. Okay. Das ist aber ordentlich. So, also, das hier ist die Quill-Quest. Den Vormarsch aufhalten. Ich glaube, mehr ist hier oben gar nicht. Für alle weiteren Sachen müssen wir dann ein bisschen weiter runter. So, zack, bumm. Na komm. Aber ich bin schon ein bisschen überrascht, weil der ist ja nur 4 Level über mir. Und der fällt hier um. Wie nix. Bup. Heilung drauf. Und weiter. So. Spannende Geschichte. Hätte ich nicht gedacht. Da hätte ich auch früher herkommen können. So, das ist mal irgendwas anderes hier. Ein Berserker. Weiß ich nicht, ob wir den schon hatten. Vielleicht kann der auch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Na, super falsche Taste gedrückt, toll. Zeichen Beons nochmal drauf. So, Zorn reicht eigentlich und dann kannst du jetzt den Rest hier mal aus der Gummibärentüte naschen. Da ist auch noch einer, der weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht. Ich habe meine Freunde dabei. Bienen. Die mir dienen. Bup. Ja, in beiden Gestalten. Gut, der Bär macht natürlich mehr Schaden. Logisch. Aber ich habe hier überhaupt keine Schwierigkeiten, die Gegner umzunudeln. So, 5 Stück fehlen noch. Und ja, das ist ein bisschen langweilig, das gebe ich zu. Aber mir ist es wichtig, dass wir hier uns ein bisschen rantasten. Also nicht mit der Tür ins Haus fallen und hallo, da bin ich. Sondern wirklich mal 1, 2, 3 Gegner ziehen und gucken, was passiert. Weil das könnte ja dann auch nachher zufällig mal noch einer dazukommen. Und dann weiß ich eben schon, okay, das packe ich oder das packe ich nicht. In Notfall müssten wir eben dann die Skillung wechseln. So, das ist hier so ein Heiler. Ich mag die nicht. Weil die heilen sich immer sehr stark. Oder auch nicht. Okay, ich nehme alles zurück. 1, 2, 3. Haben wir genug Zorn? Ja, das geht schon. Machen wir jetzt die Heilung drauf. Dann
holen wir uns den restlichen Zorn. Und jetzt wird's lustig. Du auch noch, bitte. So, Zorn ist da. Der Debuff drauf. Das drauf. Oh, 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 oh. Ich mich leicht überfordert. So, der kann sich heilen. Das ist ja super. Dann das drauf. Damit das mal tickt hier von der Heilung her. Große Heilung war vielleicht ein bisschen fehl am Platze. Aber sicher ist sicher. Mal das letzte Mal gesehen. Du kriegst jetzt mal noch ein paar Bienen. So, Debuff. Zweiter Debuff. Und dann den restlichen Schaden. Dann mache ich mal die große Heilung noch. Weil es gerade passt. So, und dann wird das Ganze hier nämlich auch mal ein bisschen anspruchsvoller. Aber was man wirklich sagen muss, ist, drei sind schwierig. Da kann man auch nicht einfach so reinhuschen, sondern da muss man schon ein bisschen gucken. So, den Rest machen die Bienen. Komm, fall um. So, 15 Orks. Sehr wohl. Und dann haben wir hier noch drei Orks vom fallenden Eis zu besiegen. Das sind nämlich die hier. Dann haben wir das nämlich schon fertig. Und dann bin ich mal gespannt, was das an EP gibt. So, Zorn ist voll, dann werden wir den gerade mal verbrauchen. Und was freue ich mich hier mal auf neue Rüstung? Sowohl von den Werten her als auch optisch. Dass wir vielleicht auch dieses Zierwerk mal ablegen können. Mal ein bisschen gefährlicher aussehen. Im Moment sehen wir ja eher aus wie so ein Zuckerbäcker. Du heilst dich nicht mehr. Hör auf damit. Das ist doch doof. Und absorbiert er auch noch alles? Och, das ist doch unspannend. Wirklich. So, dann geh mal ein bisschen laufen hier. Tschüss. Ah, du zögerst das doch nur raus. Macht doch keinen Sinn. So, da ist aber kein Boss dabei. Nein. Kein Boss. So, dann gehen wir hier mal ein Stück zurück. Kann ich den Buff noch drauf machen? Ja, das funktioniert. Und dann brauche ich hier mein grimmiges Gebrüll, damit sich der Zorn mal aufbaut. Außerdem brauche ich ein bisschen Heilung. Heute noch. Genau, in der Zeit wird er hier schon mal verdrescht. Oh, wir sind fertig. Aber du stirbst trotzdem. Siehst du? Wupp. Und weg. So, was anderes gibt es hier nicht mehr. Die da lasse ich mal am Leben. Und dann schauen wir mal, was uns die Lootkiste beschert. Was haben wir denn da Schönes gekriegt? Rufzeug. Da einmal und hier einmal und da einmal und da. Das ist sehr gut, weil damit können wir nämlich dann schön unseren Ruf für Moria auch noch erhöhen. Ich mach das gerade mal weg, damit das erledigt ist. Das waren vier. Da ist noch eins. Sehr gut. So, und dann haben wir hier einen Zweihänder des Waffenmeisters. Toll. Kann ich nicht tragen. Aber es ist schon mal gut zu sehen, dass es hier entsprechende Gegenstände gibt. Also levelbare Waffen. Hab jetzt zwar keine bekommen für mich, aber das sieht schon ganz gut aus. Und da freue ich mich dann auch, wenn das funktioniert. Die Einhandwaffe ist nicht mehr fern. So, und du bist schuld, dass ich jetzt keine levelbare Waffe gefunden habe. Kannst das aber wieder gut machen, wenn du mir jetzt einfach eine levelbare Waffe hier fallen lässt. Dann sage ich gar nichts mehr. So, dann greif mal bitte in die Gummibärentüte. Hier, zack. Ich
Immer wenn ich Gummibären sage, habe ich den Gummibären-Song im Kopf. Kennt ihr das? Wenn man so ein Lied mit irgendwas assoziiert, das ist total witzig. So, haben wir eine Waffe gekriegt? Nein. Aber ein Ruf-Item. Was ein Glück. Ja, machen wir das wenigstens noch weg. Ja, die Gummibärenbande. Der ist noch damit groß geworden. Finger hoch. Ja. Schreibt ruhig mal drunter. Unter das Video, wenn ihr das kennt. Ich fand das immer eine tolle Sendung. Eine klasse Serie von Disney. Genauso wie Chip und Chap und Captain Baloo. Das hat doch damals schon das Vorabendprogramm dominiert. Kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war immer schön. Und ich glaube, zu den Zeiten gab es noch... Hey! Gab es noch nicht so massiv die privaten Sender. Da hatte man dann eigentlich auch gar keine andere Wahl, als das dann zu schauen. Unter anderem gab es auch noch DuckTales in HD. So, na komm. Ja, alles sehr gewaltfrei und zuckersüß. Ja, bis dann eben RTL kam, später dann Sat.1 und Pro7 mit ihrem Schmuddel-TV. Und das hat sich ja bis heute nicht geändert. Das ist ja immer noch so. Aber was soll's. Es bringt Einschaltquoten und das ist ja sowieso das Wichtigste für so einen Fernsehsender, dass er Geld verdient. Ich muss es mir ja nicht angucken. So, mein Freund. Ja, und im Zuge dessen bin ich, das finde ich die Entwicklung, die YouTube macht oder in den letzten Jahren gemacht hat, sehr gut. Auch andere Videoportale. Aber YouTube natürlich in der Hauptsache, weil die YouTube-Community ist eben ganz eigen. Man versucht zwar die ganze Zeit schon immer diese Formate Fernsehen und YouTube zu kombinieren, aber so recht gelingen will es nicht, auch wenn man sich da die Leute rauszieht, wie hier Fabian Siegesmund, Studio 71 und seine Ideen. Ja, das ist toll, der hat ein großes Publikum dann dadurch auch bekommen, aber meiner Meinung nach ist er eben ein YouTuber und gehört zu YouTube und das merkt man ihm auch an, wenn er so seine, ja, seine, wie nennt man das, Vlogs macht und dann so über seine Arbeit redet, dass er eben doch eher bei YouTube hängt als beim Fernsehen. So, dann gebe ich hier mal die Aufgaben ab. Ich stehe euch und eurer Familie zu Dienst. Lest das jetzt nicht großartig durch. Ich habe das ja geschafft. Den Ohrring brauche ich, glaube ich, nicht. Lasst mich mal gucken. Schicksal, Vitalität, Beweglichkeit, kritischer Treffer. Macht Vitalität Schicksal, Macht Beweglichkeit Schicksal. Tja, da ist keine Macht drauf. Schicksal ein bisschen weniger, Vitalität, Beweglichkeit ist viel. Nee, dann nehme ich lieber die Kohle. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Sieht man das hier? Dadam. Nein, sieht man nicht. Sieht man das hier? Ja. 16.624 Erfahrungspunkte, okay, und ich habe bekommen 28.140 für das Abgeben der Aufgabe. Das ist schon ordentlich, also wenn ich überlege, in den anderen Gebieten, beziehungsweise im anderen Gebiet, die Region, da gab es viel weniger Erfahrungspunkte, das ist schon ordentlich, so fast das Doppelte dann in dem Fall. So, dann haben wir eine neue Aufgabe. Den Anführern Fußfesseln anlegen. Vernichtet den Abgesandten der Moria Orks bei Uruk Gashan. Vernichtet den Abgesandten der Morks. Der Orks aus Moria bei Drugamat. Und vernichtet den Abgesandten der Orks aus Moria bei Amandhul. Amandhul, genau. Ja, sehr schön. Ihr habt gut daran getan, die Orks zu vernichten. Jetzt ist es an der Zeit, einen tödlichen Schlag gegen alle drei Lager zu führen. Jedes der Lager verfügt über einen mächtigen Anführer. Doch wichtiger noch ist die Tatsache, dass sich in jedem von ihnen auch ein Gesandter Mazorks aufhält. Ein Bote verantwortlich für den Austausch von Nachrichten zwischen den Lagern und dem Kommandeur
der Moria-Orks. Begebt euch zu den Lagern südöstlich von hier, Uruk-Gashan, Drugamat und Amad-Hul, und besiegt die Ork-Gesandten aus Moria. Wenn die Kommunikation zu Marzok unterbrochen wird, werden die Orks sich mit Sicherheit gegeneinander wenden, um Kontrolle über das Tal zu erhalten. Mögt ihr bei dieser Aufgabe viel Glück haben, Bjarnwald, und möget ihr schnell zu uns zurückkehren. Okay, so, dann haben wir noch eine Aufgabe abzugeben. Gehen Westengraben. Ich stehe euch zu Diensten. Da gibt es nur eine Belohnung, die nehme ich dann natürlich auch so. Genau. Und für diese beiden Aufgaben gab es dann eine Folgequest, die habe ich jetzt auch gerade angenommen. Und wenn ich jetzt auf die Karte schaue, dann sehe ich, dass die Aufgaben, die nächsten Aufgaben, alle so Richtung, ja, Südosten sind. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Straße runter. Das wird dann aber erst in der nächsten Folge passieren. Der Tag beginnt ja gerade erst. Wir haben so ein bisschen reingeguckt in Lorien, so den Anfang von Lorien. So das Vorgebiet, das gefällt mir schon ganz gut. Da kommt aber noch viel mehr, das kann ich euch jetzt schon sagen. Mir hat Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann empfehlt mich euren Freunden und denen, die es interessieren könnte. Die Abonnentenzahl hat sich ja drastisch erhöht, habe ich gesehen. Also wir haben die 200 überschritten. Ich habe mein Jahresziel erfüllt. Mehr wollte ich gar nicht. Das heißt aber nicht, dass nicht noch mehr Abonnenten meinen Kanal abonnieren dürfen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf entlasse ich euch in euren Tag und wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.